Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine Schnipselparty mitgebracht. Das heißt, es gibt viele kurze Anrufe, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben. Doch trotzdem sind die vielen kleinen Schnipsel unterhaltsam und dienen auf jeden Fall trotzdem zur Unterhaltung und auch zur Aufklärung. Ich wünsche euch viel Spaß mit den vielen kleinen Schnipseln. Hallo? 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 Ja, guten Tag. Schönen guten Tag, hier spricht Elisabeth Lange von Dax Iron. Ich spreche mit Hartmut Schimmeldöner. Ja, Schimmeldöner. Mit wem spreche ich da? Das habe ich nicht verstanden, akustisch. Elisabeth Lange von Dax Iron. Sie hat sich gerade bei uns registriert für den Handel mit Kryptowährungen, ja? Nee. Haben Sie nicht? Jetzt gerade nicht, nee. Also circa vor 5 Minuten. Nee, auch nicht. Da habt ihr wahrscheinlich gerade den Datensatz aufgekauft. Nee, das kann nicht sein. Nee, mein Computer ist aus. Wie bitte? Ich sage, mein Computer ist aus. Gut, es geht ja auch vom Smartphone oder von einem anderen technischen Gerät. Ja, hab ich ja auch nicht benutzt. Die können ja nicht einfach die Daten irgendwo rausnehmen. Die Kunden registrieren sich ja bei uns auf der Webseite und deswegen rufen wir sie an. Na, hab ich aber gerade gesagt, dass ich das nicht gemacht habe. Gut, vielleicht war das irgendjemand, sag ich mal, von Ihrem Bekanntenkreis, wo sich vielleicht einen Spaß erlaubt hat, wenn Sie das nicht waren. Boah, das würde ja nicht gehen, wenn Sie das mit einem Double Opt-in lösen würden, bevor Sie die Leute anrufen, so wie das in Deutschland Vorschrift ist. Wir sitzen erstens mal in Deutschland und zweitens mal, wenn Sie sich registrieren, akzeptieren Sie die AGBs. Ja, hab ich schon nicht gemacht und über eine AGB durft das nicht, da braucht man Double Opt-in. Wenn Sie das so genau wissen, okay, gut. Ja. Dafür haben wir die Lizenz, wir sind erlaubt, das zu machen. Und, nee, eben noch nicht. Doch, sind wir schon. Wenn, nee, ich habe auch oft gesagt, dass ihr das nicht erlaubt habt. Sie haben mit Ihrer Zustimmung erlaubt... Ja, ich habe ja nicht zugestimmt, Mädel. Habe ich dir doch nur gerade 3-mal oder so erklärt. Haben Sie schon gemacht, sonst hätte ich Sie ja nicht anrufen Mädel, können. Mädel, ich platze gleich. Ich habe es nicht gemacht. Ja, dann können Sie das ruhig machen. Ja, Sie sind eine Betrügerin und eine Abzockerin. Mehr sind Sie nicht. Genau, deswegen registrieren Sie sich ja auch. Ja, ich habe mich auch nicht registriert. Ich glaube, bei dir hat es einen Hagelschaden in mir Hirn irgendwie. Hey Mensch, ich glaube, Corona hat den irgendwie ein bisschen zu Kopf gestiegen, oder? Ja, besser als dass ich so ein Ding da zwischen den Beinen habe, das die ganze Zeit vibriert bei deiner komischen, quietschigen Stimme. Ja, ich habe eine sehr schöne Stimme. Also, bevor Sie die Leute in Zukunft weiter verarschen und aufnehmen und auf YouTube stellen, bitte ich Sie doch, irgendwie sich ein neues Hobby zu suchen, wie normale, anständige Menschen ansonsten. Ne, das ist doch kein Hobby, das ist ja ein Beruf. Da kriegt man ja Geld für von YouTube. Ja, anscheinend nicht so viel. Naja, doch, ich kann ja gut von leben, ne? Aber immerhin habe ich nicht so nötig wie du, Dylan. Tja, wieder absoluter Wahnsinn. Die Tante ruft einfach an, gesteht hier schon quasi den Betrug, weil sie sagt, ja, na, vielleicht hat sich da jemand einen Spaß erlaubt und sich einfach dann ja für mich eingetragen. Naja, dafür gibt's in Deutschland Gesetze, dass sowas nicht passieren kann. Dafür braucht man eben ein Double Opt-in. Ein Double Opt-in bedeutet, dass wenn ich mich irgendwo eintrage oder jemand anderes mich einträgt, dann klingelt kurz mein Telefon und mir wird ein PIN durchgesagt oder optional auch per SMS, dass man dann die Rufnummer damit nochmal bestätigt. Kennt man von 2-Faktoren-Authentifizierung, wenn man sich irgendwo einloggen möchte und man so einen PIN zugeschickt bekommt. Oder auch eben bei der Bank, da gibt es ja auch SMS-PINs, die man dann nochmal bestätigen muss, dass man wirklich die Person ist, die man eben ist. Naja, und in AGBs kann sowas auch nicht versteckt sein. Dafür braucht es eine Datenschutzerklärung und zusätzlich noch das Double Opt-in. Naja, und das hat hier keiner gehabt. Denn bei Dax Iron oder wie die sich hier nennen, habe ich mich in der Tat nicht angemeldet. Und der Computer, der war auch wirklich in der Tat gerade abgeschaltet. Das heißt, die Tante gibt hier den Betrug quasi noch selber zu. Hallo, schönen guten Tag, Herr Martin. Mein Name ist Lars Heiler. Und ich bin eine Sofa-Admin bei der Firma Index Evolve und der Grund meines Anrufs an Anmeldung, das Sie gemacht haben beim Bitcoin. Darf ich Ihnen fragen, sind Sie noch interessiert über das Thema? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Herr Martin steht hier im System. Nee, Herr Martin ist ja mein Vorname. Ja, Schleuder Pimmel? Ja, Schleuder Pimmel ist mein Nachname, ja.
Und so möchte ich bitte schön auch angesprochen werden. Also, in unserem System steht eine Anmeldung mit diesem Namen und Nachname. Ja, genau. Das bedeutet, dass Sie eine Anmeldung gemacht haben? Ja, bedeutet das erstmal nicht, aber ja. Und ich möchte Ihnen fragen, sind Sie noch interessiert über das Thema? Na klar. Ja, und an dieser Stelle war dann das Gespräch irgendwie abgebrochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie dann weg. Sie hat aber dann noch ein zweites Mal angerufen. Hallo? Ja? Ich bin noch wieder, die ist der Keiler, aber die Leitung war weg. Ja, warum haben Sie dann aufgelegt? Nee, ich hatte ihn auch so etwa abgehackt. Deswegen habe ich ihn noch wieder angerufen, eigentlich. Aha. Entschuldigung, weiß ich ja nicht, ein technisches Problem, aber wo sind Sie momentan? Im Gästezimmer. Wie? Ich bin im Gästezimmer. Ah, okay, in Ordnung, weil ich meinte, vielleicht waren Sie unterwegs. Nee. Weil ich kann ihn nicht so ganz gut hören. Ja. Vielleicht ist nur das Fernsehen an. Nee, bei mir ist kein Fernsehen an, bei euch ist Musik an. Ah, okay, in Ordnung. Also, wie erwähnt, es geht ja um Online-Diskussionen der Börse, wo Sie noch das Interesse gezeigt haben. Vielleicht hätten Sie noch vorher Erfahrung oder noch nicht? Nö. Überhaupt nicht. Wie haben Sie die Anmeldung gemacht? Mit den Fingern. Auf der Tastatur. Normal, mit dem Finger. Ja, auf der Tastatur, ja. Ja, klar. Meinte ich, mit Handy oder Computer? Ja, mit den Händen. Mit dem Handy oder Computer? Sie meinen Telekommunikationsendgerät oder persönlicher Computer. Computer. Okay. Ja. Ist noch der Computer dort? Können Sie das Computer anschalten? Kann ich anmachen, ja. Okay. Und dann? Damit ich Ihnen alles zeigen kann, wie es funktioniert und Sie das Konto aktivieren können. Ach so, ja. Dann mache ich den jetzt mal an, den Computer, ja? Okay. Und sonst so? Wie bitte? Ja, und sonst so? Was macht ihr da so? Wieso, was mache ich denn so? Ja, was ist denn das da für ein Laden? Wie? Ja, was das da für ein Laden ist. Es gibt keinen Laden hier. Na, ihr ruft doch da an, aus unserem Laden. Nein. Nee? Von zu Hause denn, oder wie? Ja, und dann hat die nette Betrügerin das Gespräch ganz beendet. Wieder Wahnsinn. Erstmal die Musik da im Hintergrund, das Dröhnen laut ohne ja Punkt und Komma. Da, also man hat die wirklich kaum verstanden mal wieder. Und der absolute Brüller war, sie fragt mich, ob ich einen Fernseher im Hintergrund laufen habe. Also und selbst wenn, hatte ich hier in dem Fall auf jeden Fall nicht. Habe ich sowieso nicht, wenn ich telefoniere und habe ich generell eigentlich auch nicht. Aber Also bei der ist laut ohne Ende und die fragt mich, ob ich einen Fernseher anhabe. Ich glaube, es geht los. Naja, aber hier hat man wieder ganz toll mitbekommen, dass sie eigentlich gar nicht so richtig der deutschen Sprache mächtig ist. Und dadurch wirkte sie natürlich auch wieder besonders ulkig. Denn im Endeffekt hat sie ja dann gar nicht gewusst, was ich von ihr will und hat dann letztendlich das Gespräch auch abgebrochen. Hallo? Ja? Ja, hier ist Roberto. Wer ist da? Ja, und das war's dann auch schon. Der hat irgendwas gesagt im Telefon, was ich auch gar nicht so richtig verstanden habe. Das könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr da irgendwas raushören könnt. Also ich hab's jetzt ja auch bei mehrmaligem nochmal anhören irgendwie nicht verstanden, was der von mir wollte. Naja, machen wir mal weiter. Guten Tag. Ja? Ja, ich stand hier auf. Ich rufe Sie von der Europäischen Haupthandelszentrale. Sie sind auf unserer Währung registriert, deswegen rufen. Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Ich bin Ihr persönlicher Kontoberater und jetzt bin ich dabei, hier Ihnen alles zu erklären und danach Ihnen helfen. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Bitte? Wen möchten Sie sprechen?
Und das war dann auch tatsächlich schon das gesamte Gespräch. Ich frage ihn eigentlich nur, wen er sprechen möchte, denn letztendlich ruft er ja an, stellt sich kaum vor und nach der Person, die er da erreichen will, fragt er auch nicht. Normalerweise ist es ja immer so, dass wenn euch irgendein Unternehmen anruft, dass sie auch nach dem Namen verlangen, den sie da dran haben möchten. Denn man kann ja nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass auch die Person unter der Rufnummer zu erreichen ist, die man eigentlich gerade sprechen möchte. Tja, aber so ist es halt, wenn man von einem Betrüger-Callcenter aus anruft, denn es ist vom Prinzip auch völlig egal, wer da am anderen Ende ist und um Datenschutz geht es hier auch überhaupt nicht. Letztendlich will man ja nur Geld verdienen und dann spielt es keine Rolle, wer da am anderen Ende des Telefons sitzt. Hallo, wunderschönen guten Tag, spreche mit Herr Steiner. Mhm. Wunderbar, da ist immer Berg aus Sachsen, ich rufe an wegen Ihrer Handelsaccount. Toll. Haben Sie jetzt Zeit? Mhm. Okay. Sagen Sie mir bitte, Sie haben registriert für ungemachte Kryptowährung handeln. Wollen Sie das benutzen? Was für ein Ding? Sie haben eine Registration bei uns gemacht. Ja. Ein Handelsaccount. Wollen Sie das benutzen? Ja, wer ist denn bei uns? Bei DAX Iron. DAX Iron, aha. Ja. Na dann. Wollen Sie diese Handelsaccount benutzen? Ja, weiß ich ja noch nicht. Kommt ja drauf an, ob ihr seriös seid. Warum haben Sie registriert? Habe ich doch gerade gesagt. Okay, Sie wollen das benutzen, ich habe gefragt. Sie haben gesagt, dass Sie wissen das nicht. Ja? Ich frage, warum haben Sie dann Registration gemacht, wenn Sie wissen nicht, ob Sie wollen das überhaupt benutzen? Ja, ja, weil ich erstmal gucken wollte, ob ihr seriös seid. Okay, gut, dann ich werde mich ein bisschen später nochmal melden. Gucken Sie sich das nochmal an. Hä? Dankeschön, schönen Tag noch. Ihr seid Betrüger. Ganz genau, denn das können auch nur Betrüger sein, weil letztendlich habe ich denen nicht erlaubt, mich anzurufen und mir irgendwas am Telefon aufquatschen zu lassen. Darum habe ich einfach nicht gebeten und dementsprechend haben sie auch nicht das Recht, einfach bei mir durchzuklingeln, um mal nur so zu gucken. Tja, aber davon lassen sich so Betrüger natürlich in der Regel nicht abschrecken, dass sie eigentlich keine Erlaubnis haben, bei jemanden anzurufen. Sie tun es halt einfach. Naja, aber die hat sich ja auch noch nicht mal wirklich im Ansatz irgendwie Mühe gegeben, hier ein seriöses Gespräch draus zu machen. Wenn sie mich hätte beraten wollen und von der Seriosität überzeugen hätte wollen, dann hätte sie ja jetzt die Chance gehabt. Aber naja, da es um Seriosität ging, da hatte sie dann wohl anscheinend nichts mehr zu sagen. Hallo. Hallo, Alex. Mein Name ist Firma Sensrate. Es geht um Ihre Anmeldung auf unsere Online-Handelsplattform. Aha. Also? Ja, was denn? Ich habe sich angemeldet zum Handeln im Internet, so Geld damit verdienen. Ja, sprechen Sie auch weiter, oder? Ja, ich warte auf Ihre Reaktion. Was sagen Sie dazu? So. Aha. Ich habe ein Interesse zum Handeln im Internet. Ich muss Ihnen einfach Konto helfen zu aktivieren. Was wollen Sie? Ich muss helfen, Ihre Konto zu aktivieren, weil ich habe sich angemeldet vom Handel im Internet. Aha, und da müssen Sie helfen? Ja, mit Kontoaktivation. Aha, ist ja eine interessante Interpretation. Das auf unserer Plattform heißt Senftrade. Was? Senftrade? Ja. Mhm. Gibt's auch Maastricht Trade? Nee. Nee? Okay. Ja, und nu? So, ja. Ja, und nu wird er wohl den Braten gerochen haben, dass das hier wohl kein seriöses Verkaufsgespräch mehr werden können. Also seriös im Sinne, wie sich das die Betrüger hier wohl vorgestellt haben. Denn letztendlich, wenn man da kein Interesse hat an dem, was die da einem anbieten, naja, dann sind sie halt logischerweise in der Regel immer ganz schnell weg. Aber Senftrade, oh Gott. Also, die werden, glaube ich, immer einfallsloser und müssen mittlerweile schon Speisen und Lebensmittel durchgehen, weil alle anderen Namen sind ja schon als Domains mittlerweile aufgekauft von den ganzen Betrügern. Ja, da gibt's ja sämtliche Kombinationen von verschiedenen Namen. Das ist aber auch wirklich dramatisch, dass die wirklich so viele verschiedene Plattformen mittlerweile haben. Ist ein Callcenter mal weg, dann tauchen gleich wieder drei neue auf. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Hier ist der Henkel, bitte, von der Online-Handelsplattform SilkTrade. Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien. Wissen Sie das bestimmt, ja? Ja. Okay, Sie sind bitte bei uns als Kunde registriert vor einiger Zeit und besitzen Sie ein Handelskonto.
es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien. Aha. Haben Sie bitte schon mal gehandelt? Was? Entschuldigung, akustisch kann ich Sie nicht hören. Nee. Können Sie bitte ein bisschen jetzt? Lauter? Ja, okay. Hören Sie mich? Sie sind Herr Michele? Ja, das ist mein Vorname. Ah, okay. Ja, und wie ist mein Nachname? Sie besitzt Michele Aufgang. Ja. Jemand hat so, genau. Also, es gibt bitte Handel mit Bitcoin. Sie besitzen schon ein Handelskonto auf unserer Plattform. Sie können mit Bitcoin handeln, mit verschiedenen Aktien, ja? Ich werde Ihr Handelskonto und unsere Plattform zeigen. Danach weiter erklären, ja? Huh. Womit konnten Sie bitte jetzt einloggen? Mit Handy oder mit Computer? Computer. Okay, super. Haben Sie Computer dabei, ja? Einen Computer hat man nicht dabei. Wenn, dann kann man einen Laptop oder ein Telekommunikationsendgerät dabei haben. Aber ein Computer wäre zu schwer, um den immer dabei zu haben. Okay, haben Sie einen Laptop dabei oder... Wohin denn? Oder Sie können mit Handy das machen. Ja, wohin soll ich den dabei haben? Also, Sie brauchen entweder Computer haben oder Laptop oder Handy. Damit können Sie auf unsere Plattform einloggen. Aha. Toll. Welche haben Sie? Ja, ich habe zu Hause im Büro einen Computer stehen, ja. Aber jetzt momentan, meine ich. Ja, da steht ja momentan. Okay. Super. Ja, Herr Michael, Nee. Ich überprüfe Herr Aufgang. Kurz. Aufgang, okay. Ich überprüfe kurz Ihre E-Mail-Adresse. Das ist mvmata.ida@gmail.com. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, bitte. Wozu brauchen Sie die? Ich werde per E-Mail alle Informationen schicken, einen Link schicken von unserer Plattform. Aha. Brauche ich den? Okay, dann eine Frage bitte. Möchten Sie bei uns mit Bitcoin handeln, mit Aktien oder mit verschiedenen Kryptowährungen? Weiß ich noch nicht. Okay, dann ich werde erstmal alle Informationen geben, ja? Natürlich am Ende entscheiden Sie selbst. Machen wir so? Ja, ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Hä? Sie haben doch da gerade meine E-Mail-Adresse vorgelesen, oder nicht? Okay, das ist Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ja, und wozu brauchen wir die? Okay, überprüfen wir noch einmal und sagen Sie mir bitte nochmals, wie lautet? So, wie es da steht. Okay, einfach sagen Sie mir, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse. Nö, da habe ich jetzt keine Lust nachzugucken, die habe ich nicht im Kopf. Oh, okay. Alles klar, machen Sie jetzt Spaß, oder? Hä? Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Also, ich wusste gar nichts von Ihnen. Das ist Online-Handelsplattform. Ja, aber warum rufen Sie denn an, wenn Sie von mir nichts wollen? Sie sind bei uns als Kunde angemeldet vor einiger Zeit und besitzen Sie ein Handelskonto, ja? Ich möchte alle Informationen geben. Sehr interessant. Verstehen Sie jetzt, oder? Ja, nicht so richtig. Okay, dann hier Aufgang. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Haben Sie irgendwie ein Kommunikationsproblem oder so? Das hatten wir doch jetzt schon. Also, haben Sie daran Interesse, bitte ja oder nein? Na, an was denn? Nein. Okay, auf Wiederhören. Ciao. Sind Sie irgendwie ein bisschen zurückgeblieben oder so? Tja, was will man da eigentlich noch zu sagen? Sie hat mir ja meine E-Mail-Adresse vorgelesen. Und dann wollte sie meine E-Mail-Adresse noch einmal von mir hören. Warum eigentlich? Ich meine, ich habe ihr doch bestätigt, dass die E-Mail-Adresse so korrekt ist. Und als ich gefragt habe, woran ich Interesse haben sollte, ja, hat sie dann keine Lust mehr gehabt, das Gespräch weiterzuführen. Tja,
So ist es halt mit den Betrügern. Sobald es mal ein kleines bisschen komplizierter wird, haben sie eigentlich auch schon keine Lust mehr, sich mit euch zu unterhalten. Denn da wird das Gespräch eindeutig für die Betrüger viel zu kompliziert und zu umfangreich. Denn Erklärungen, die bleibt man euch da einfach lieber schuldig, als mal irgendwas aufzuräumen und mal auf irgendeine Frage einzugehen. Naja, aber auf Fragen eingehen war ja noch nie die Stärke der betrügerischen Callcenter. Hallo, fragst du dich mit dem Herrn Robert Lausemel? Ja. Hallo, ich rufe Sie an von Bildschirm System Deutschland. Herzlich aus dem Mikrofon, ist das richtig? Ja, Ihr Mikrofon ist irgendwie scheiße, ich kann Sie nicht verstehen. Sind mich jetzt besser? Nö. Okay, einen Moment bitte. Ist jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Okay, super. Sie haben hier beim Bitcoin-System Deutschland, ist das richtig? Was? Sie hat mich bei uns registriert im Bitcoin-System Deutschland am 11.01. Keine Ahnung. Haben Sie sich nicht registriert? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben Sie denn Interesse oder nicht? An was denn? An Bitcoin-Investment. Ja, vielleicht. Okay, ich rufe Sie an von der Kontoregistrierung sowie zur Einzahlung. Ich müsste aber verstehen, ob Sie bei uns einsteigen möchten. Ja, dazu muss ich ja erstmal wissen, was ihr da so macht. Genau, also bei uns, wir sind eine automatische Handelsbörse. Das heißt, Kunden investieren bei uns ihr Geld, damit wir das Geld dann anlegen für die am deutschen Markt. Aha. Und wie geht das? Weil in Deutschland kann man ja gar nicht mit Kryptowährung handeln. Doch, also bei uns ist es so, dass wir die Kryptowährungen von sprich China oder von anderen Orten einfach bei uns kaufen und dann das traden. Das ist so wie, vielleicht kennen Sie auch eToro oder BitIQ, ja, aber da gibt es verschiedene, die das dann machen. Das Traden mit Kryptowährungen ist in Deutschland rechtlich nicht erlaubt, das ist illegal. Doch, natürlich ist es nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Das ist erlaubt. Mhm. Ja gut, dann seid ihr Betrüger, wenn das bei euch erlaubt ist. Nach aktuellem Standpunkt, also zur Veröffentlichung des Videos hier, ist der Handel mit Kryptowährungen tatsächlich noch erlaubt. Das heißt, das war von mir hier eine Fehleinschätzung des Gesprächs. In Deutschland darf man aktuell noch mit Kryptowährungen handeln, auch wenn es hierzu immer mal wieder Berichte gab, dass Deutschland das verbieten möchte. Aktuell, aber nach jetzigem Wissensstandpunkt und Recherchen, kann man tatsächlich in Deutschland noch legal mit Krypto handeln. Es haben sich einige Sachen in der Versteuerung der Kryptowährung geändert, denn Kryptowährung ist in Deutschland nicht als Bargeld oder als Geld an sich anerkannt, sondern nur, wenn man das Ganze versteuern möchte, die Gewinne, die man sich dann nachher in Euro auszahlen lässt oder in irgendeiner anderen anerkannten Währung. Darauf muss man dann dementsprechend auch die ganze Geschichte versteuern. Demzufolge ist das, was ich hier in diesem Telefonat erwähnt habe, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist, falsch. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und wer möchte, der bekommt schon morgen wieder ein neues Video. Hier seht ihr jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.